Hallo und herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch, der Director's Cut Version. Wir sind hier mit George unterwegs, George Stobart. Und das hier ist ja, die Director's Cut ist ja quasi die Remake-Version, die etwas aufgepimpte. Die Folgen, die wir bis jetzt alle erlebt haben, das ist dazugekommen, habe ich glaube ich ausgangs letzter Folge nochmal erwähnt. Ja, und jetzt beginnt das eigentliche Spiel, das schon damals programmiert war. Ja, hier kriegen wir schon angezeigt, es gibt verschiedene kleine Punkte, mit denen wir uns ja, beschäftigen können. Da gibt es so einen Tisch und kaputte Windschutzscheibe, nein, Fensterscheibe heißt es. Da können wir reingehen. Wir können auch nach hinten laufen und darüber. Ja, was machen wir? Wir schauen uns erstmal hier vorne um. Wir haben ja in der letzten Folge erlebt, was denn da passiert ist. Ein clownsgesichtiger Akkordeonspieler, Quetschkommoden. Quäler und ja, Belustiger der Bevölkerung, zumindest vermute ich, dass er das sein wollte, hat eine Bombe, nämlich seine Quetschkommode, in diesem kleinen Café gezündet und ja, ich glaube auch den Typen, den Nico treffen wollte, in die Luft gejagt. Tja, das nenne ich Pech, aber hier gibt's was zum Gucken und zum Antatzen. Eine Zeitung hat sich um den Laternenpfahl gewickelt. Das heißt, es ist ein informationstragendes Objekt. Das nehme ich mal mit. Professor Ostwald. Regant, Prix Nobel, Passage Paris, Dourdonne. Keine Ahnung, was da steht. Dafür ist mein Französisch zu schlecht. Sprich, nicht vorhanden. In der Kolumne dreht sich alles ausschließlich um Gerüchte, Gerede und Sensationsgier. Also perfekt. Der Leitartikel erzählt etwas über den Besuch eines Nobelpreisgewinners aus einem dieser unaussprechlichen osteuropäischen Staaten. Ah ja. Wer den dritten Teil schon gesehen hat, den ich ja schon gespielt habe mit euch zusammen, der weiß, dass dieser Professor Oswald eine tragende Rolle noch spielt. Der Leitartikel erzählt etwas über den Besuch eines Nobelpreisgewinners aus einem dieser unaussprechlichen osteuropäischen Staaten. Ah, das hier unten gehört nicht dazu, aber das hat er als oben geklickt markiert. Gut. In der Kolumne dreht sich alles ausschließlich um Gerüchte, Gerede und Sensationsgier. Hier gibt es eine Telefonnummer, die gucken wir jetzt mal genauer an. Mir fällt der Schriftzug am unteren Seitenrand auf. Dort steht Salah Eddin, 1345. 1345, ist das vielleicht ein geschichtliches Datum, das man kennen müsste? Ich weiß es nicht. Versuchen wir es mal mit Pierre Cochon, den armen, brutal ermordeten Pierre Cochon, dem Sittenstrolch. Die große Story handelt von dem brutalen Mord an einem französischen Medienmogul, der kaltblütig niedergeschossen wurde. Der Kerl strotzt vor Selbstvertrauen, wie ein echter französischer Staatsmann. Ja, das ist er ja auch, ein Staatsmann. Die große Story handelt von dem... Kennen wir schon, tut mir leid. Ich habe gedacht, vielleicht sagen der George noch irgendwas zu den Bildern. Aber ich habe mich geirrt. Er sagt dazu nichts. Da hinten geht's weiter. Aber mich persönlich interessiert ja jetzt erstmal, was in dem Lokal ist und dieser Tisch, warum der so angezeigt wird. Die Explosion hat den Tisch glatt umgeworfen. Mein erster Impuls ist, den Tisch wieder hinzustellen, aber dann denke ich mir, dass es besser wäre, Beweismaterial nicht anzurühren. Ja, das ergibt Sinn, George. Das ergibt Sinn. Schau doch mal ins Fenster. Ich untersuche die Glasscherben, die den Rest des Fensters bildeten. Stimmt, das Ding ist kaputt. Es ist mir aufgefallen. Gut, geh doch mal rein. Wow, der sieht nicht gut aus. Ach, sie ist etwas verzweifelt. Oh, da gibt's eine Pulle. Das ist doch mal. Nein, kümmere dich zuerst mal um die Verwundeten, George. Das ist die Leiche des alten Mannes. Kaum zu glauben, dass ich ihn noch vor wenigen Minuten quicklebendig gesehen habe. Ja, durchsuch dir nochmal. Vielleicht hat er was bei sich, was uns hilft. Beim Anblick der toten Augen verwandeln sich meine Knie in Wackelpudding. Ich versuche, seinen Blick auszuweichen, während ich die Taschen des toten Mannes durchsuche. Keine Brieftasche, keine Papiere, keine Kreditkarten. Es ist, als ob der Typ überhaupt nicht existiert hat. Tja, der wollte die Zeche prellen. Hat ja nicht mehr Geld mitgebracht. Oh, ein Spiegel.
Abgesehen von einem Stück in der Mitte ist der Spiegel in 1000 Stücke zersprungen. Da hat einer Pech gehabt. Die Tatsache, dass der Spiegel schon zerbrochen war, könnte heißen, dass ich dem Pech entkomme. Ja, ich weiß nicht. Dann schau doch mal rein. Der Spiegel ist in 1000 Stücke zerbrochen. Manche glauben, das bringt Pech. Armer Kerl. Oh, ob das ein Indiz ist, ein wichtiger Hinweis. Wir können nämlich hier sein Spiegelbild anschauen. Aber ansonsten nur schauen, ne? Er ist wirklich übel zugerichtet. Wer, der Spiegel oder der Kerl? Das würde unglaublich helfen, wenn man da mal eine Aussage kriegt, aber egal. Wir können uns die Dame anschauen oder mit ihr reden. Ich versuch's mal mit anschauen. Die Kellnerin hat ganz offensichtlich einen Schock erlitten. Na, dann brauchst du was zu trinken, wie oder? Wie durch ein Wunder ist die Flasche auf dem Tresen dem Inferno entgangen. Das muss ein Wunder sein, wenn die Explosion quasi direkt daneben war. Ich fühle das Bedürfnis nach einem handfesten Drink, aber ich kann Brandy nicht ausstehen. Ich fühle das Bedürfnis nach einem handfesten Drink, aber ich kann Brandy nicht ausstehen. Ja, aber vielleicht die Kellnerin, vielleicht mag die das Zeug und sie hat einen Schock, das heißt, das könnte helfen. Gut, plaudern wir doch mal mit der Dame, die kann uns doch was erzählen. Oh, mein Kopf. Nie wieder. Wie viel Wodka habe ich getrunken? Nein, sag es mir lieber nicht. Wie heißt du, Cherie? George Stobbart, Ma'am. Sie sehen aus, als könnten Sie ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich könnte einen Drink gebrauchen. Mir ist schlecht, schwindelig. Ich fühle mich mies. Und ich weiß noch nicht mal, was das für eine Party war. Entspannen Sie sich. Sie sind gerade umgekippt. Wie bitte? Was ist passiert? Es gab eine Explosion. Sie sollten sich lieber nicht bewegen. Sind Sie Arzt? Nein. Sind wir nicht. Wir werden auch nicht lügen deswegen. Nö, aber als Kind habe ich immer Krankenhaus gespielt. Können Sie sich denn an gar nichts erinnern? Non. Ich brauche einen Drink. Geben Sie mir einen Brandy. Na gut, okay. Sie kriegt ihren Brandy. Die scheint das Trinken ja gewohnt zu sein. Wahrscheinlich überlebt sie das besser. Pur oder mit Eis? Geben Sie mir einfach die Flasche. Naja, ein Tröpfchen Brandy wird schon nicht so schlimm sein. Ah, das ist besser. Sie schüttet den Brandy runter, als ob es Wasser wäre. Mann, bin ich froh, dass ich die Rechnung nicht bezahlen muss. Hoppla. Da ist sie uns zusammengebrochen. Ich glaube, ich quatsche sie trotzdem nochmal an. Hey, aufwachen! Sie reagiert nicht. Wenn ich noch einen Cappuccino will, werde ich mich wohl selbst bedienen müssen. War das eine Aufforderung? Sollen wir... Naja, ich glaube nicht, dass das eine Aufforderung war, dem Selbstbedienen, denn wir haben nicht die Möglichkeit, da einen Kaffee zu machen. Ich habe mich gerade verwirren lassen, als die Hand aufgetaucht ist. Ich dachte, da wäre irgendwie ein neues Symbol. So, wir hätten hier eigentlich alles gemacht. Wir haben den Spiegel angetatzt, wie es sich gehört. Wir haben, Der Spiegel ist in 1000 Stücke zerbrochen. Manche glauben, das bringt Pech. Ja, wir haben die Leiche durchwühlt, wie es sich gehört. Er ist wirklich übel zugerichtet. Ja, der Spiegel hilft uns nicht weiter. Vielleicht kann ich jetzt trotzdem mal den Kerl hier nochmal untersuchen. Vielleicht hilft der Spiegel dann doch. Ich durchsuche seine Taschen. Nichts. Nichts, also hilft's nicht. Naja, wir haben auch genug Fingerabdrücke hinterlassen in dieser Gegend. Das läuft ja. So, den Tisch aufstellen wollten wir nicht. Die Fensterscheiben haben wir uns angeschaut. Wir können nach hinten zu dem Hackepeter hier gehen. Oder was war da noch hinten? Auf der anderen Seite war ja noch ein Gang, den wir auch entlang schlendern konnten. Und ich glaube, in die Richtung ist ja auch der entsprechende Verbrecher geflüchtet. Der Clown. Deshalb schaue ich dort mal nach. Der Clown ist in diese Gasse geflohen, aber jetzt ist er verschwunden. Ja. So viel dazu. Oh, da gibt's was. Das Regenrohr sieht so aus, als ob es mein Gewicht tragen könnte. Ich hole tief Atem und beginne, das Regenrohr hochzuklettern. Ich nehme an, dass der Clown über die Dächer getürmt ist. Ja, über das Regenrohr mit Sicherheit nicht. Ich beschließe, dass ich mich mit diesem dusseligen Regenrohr genug herumgeärgert habe. Okay, dann schau doch mal nach, was hier ist. Also wenn du hochklettern willst, das
wäre die bessere Möglichkeit. Na gut. Eine alte, zerbeulte Mülltonne. Es riecht, als ob jemand an einem heißen Hochsommertag eine Ladung Fisch in einem Umkleideraum abgestellt hätte. Lecker. Okay, was haben wir hier? Kisten, wir haben hier einen Kanaldeckel, durch den er geflohen sein könnte. Und wir haben hier natürlich noch eine Mülltonne. Die schauen wir uns erstmal an. Eine alte, zerbeulte Mülltonne. Und schauen erstmal rein, bevor wir uns durch den Kanal davon stehlen. Hoppla! Ich habe es satt, meine Nase in französische Mülltonnen zu stecken. Ja gut, dann lassen wir das. Schau dir mal diese Kiste an. Eine Plastikkiste. Hier gibt's nichts Interessantes. Ja, aber ich habe jetzt die Vermutung, weil die Flaschen alle gar hier so verstreut liegen, dass sie aufeinander gestapelt waren. Und der Verbrecher hier über die Kisten irgendwo in Himmelssphären entschwunden ist. Das wäre eine Möglichkeit. Eine Eisenplatte, die den Eingang zu einem Kanalisations- oder Abflussrohr versperrt. Ja, wahrscheinlich ist Stobbart nicht stark genug, die Platte wegzuhieven, oder? Der Deckel ist zu schwer und unhandlich, als dass ich ihn ohne Hilfsmittel aufbekäme. Ja, das habe ich mir gedacht, aber wir haben noch kein Hilfsmittel. Eine Zeitung, naja, die wird nicht helfen. Gut, dein Notizbuch. Bestimmt sagen wir uns jetzt was ganz Schlaues. Paris, Urlaub. Endlich. Mein überfälliger Urlaub in Paris. Das ist das Leben. Ich sitze im Café, trinke Kaffee, genieße den Sonnenschein und schaue den hübschen Mädchen hinterher. Meine Güte, das Café ist gerade explodiert. Explodiert! Ein Clown hat eine Bombe beim Akkordeon platziert. Sie hat einen Mann getötet. Mich hat's auch fast erwischt. Ich werde mit dem Clown mir den Clown kaufen, sobald das Klingeln in meinen Ohren weg ist. Ja, mit kaufen ist nicht viel. Dann würde ich sagen, hätten wir eigentlich alles gemacht. Die Dame ist betrunken, der Mann ist tot, der Clown ist weg. Wir haben alles erreicht, was wir nicht erreichen wollten. Aber er hat bestimmt was gesehen. Obwohl, es interessiert ihn keinen Schlag, dass hier was passiert ist. Das nenne ich entweder pflichtbewusst oder ignorant. Hoppla. Stopp. Keine Bewegung. Hey, nicht schießen. Ich bin unschuldig. Ich bin Amerikaner. Das eine schließt das andere nicht aus. Entscheiden? Ich will den amerikanischen Konsul sprechen. Waffen fallen lassen und runter auf den Boden. Stecken Sie das Ding weg, Sergeant Mouy. Verzeihung, Monsieur, aber ich kann Ihnen nicht gestatten, sich zu entfernen. Bin ich verhaftet? Ah, non, ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Vorwärts, zum Café. Marché. Was für ein Anblick. Diese Bombenexplosion ist schrecklich, nicht wahr? Hören Sie damit auf, Monsieur. Ist Ihnen schon mal in den Sinn gekommen, dass der Mann tot sein könnte, Mouet? Oui, Monsieur. Aber ich betrachte die Dinge lieber von der Sonnenseite. Außerdem erinnere ich mich an einen Fall, in dem der Killer entkam, indem er sich totstellte. Na egal. In diesem Fall ist der Mann ziemlich sehr tot. Kümmern Sie sich um das Mädchen und nehmen Sie Ihre Aussage auf, falls Sie das hinkriegen. Et maintenant zum Geschäft. Ihr Name bitte? George Stobbart. Ich komme aus Kalifornien. Und was führt Sie nach Paris, Monsieur Stobbart? Reisen. Ich reise durch Europa. Gut gewählt. Die Stadt ist zu dieser Jahreszeit am schönsten, ne? Ja, könnte sein. Von den Bomben einmal abgesehen. Befanden Sie sich in der Nähe des Cafés, als die Bombe hochging? Ja, ich saß draußen auf dem Bürgersteig. Ich hatte Glück, dass es mich nicht auch erwischt hat. Der Inspektor ignoriert meine Bemerkung komplett. Sahen Sie, wie der Verstorbene das Café betrat? Ja, was haben wir gesehen? Wir haben ihn reingehen sehen und wir haben danach auch den Clown reingehen sehen. Also, ja. Ja, habe ich gesehen. War er allein? Ja. Und sprach er mit Ihnen? Nein, die Kellnerin interessierte ihn viel mehr. Haben Sie jemand anders in das Café gehen sehen? Ja, wir haben noch den Clown reinlaufen sehen. Ja, da war so ein Typ, der wie ein Clown gekleidet war. Er trug ein Akkordeon. Ein Akkordeon? Bon, das Bild formt sich in meinem Kopf.
Und es ist nicht sehr hübsch. Ist das Mädchen in Ordnung, Moe? Oh, sie wird's überleben. Falls sie ihren Cutter überlebt. Sie erinnert sich nicht, einen Clown gesehen zu haben, Monsieur. Das ist seltsam, finden Sie nicht, Monsieur? Ich frage mich, wem ich glauben soll. Eh bien, ich habe genug gehört. Was meinen Sie damit? Ich bin überzeugt, dass Sie nichts wissen. Sie können gehen. Ich hoffe, dieser kleine Zwischenfall verdirbt Ihnen nicht den Rest des Urlaubs. Und meine persönliche Sicherheit? Können Sie mir nicht wenigstens einen Rat geben? Was soll ich sagen? Passen Sie auf, hüten Sie sich vor verdächtigen Figuren. Und gehen Sie erst über die Straße, wenn Sie das kleine grüne Männchen sehen. Toller Tipp. Ich bin davon überzeugt, dass Sie sich nicht im geringsten in Gefahr befinden, Monsieur. Sollte Ihnen noch etwas Wichtiges einfallen, rufen Sie mich an. Meine Karte. Danke. Das wäre alles. Sie können gehen. Es gibt nicht viele Anhaltspunkte, Monsieur. Oberflächlich gesehen, nein. Aber was lauert im Unterbewusstsein? Wenn man die Tür nur öffnen könnte. Meinen Sie das im Ernst, Monsieur? Ich dachte, Ihr Interesse an übersinnlichen Erkenntnissen wäre rein akademisch. Oha, hallo Nico. Ja, dann vielleicht können wir noch mal reingehen. Der Sergeant ist ein mickriger Mann, der einem kopflosen Huhn gleicht. Sergeant Mouet? Oh, Monsieur Stobar. N'est-ce pas? Das stimmt. Sie erinnern sich also an mich? Die Speicherung solcher Daten ist Teil meines Berufsbildes als Gendarme. Denn nur so bekämpft man Verbrechen wirksam. Durch die Beachtung aller Details, nicht durch Intuition. Ja, klar, sicher. Ja, wie geht's denn weiter? Wer war denn der Typ, der gesprengt wurde? Ich war einer der letzten Menschen, die das Opfer noch lebendig gesehen haben, Sergeant. Haben Sie damit irgendein Problem? Ja, irgendwie schon. Ich habe das Gefühl, als schuldete ich es ihm, seinen Mörder zu fassen. Das sollten Sie lieber den Behörden überlassen, Monsieur. Hat er mit Ihnen gesprochen? Ihnen irgendwas erzählt? Nein, er hat nur freundlich gegrinst und mir zugenickt. Machen Sie sich weiter keine Gedanken darüber, Monsieur. Gehen Sie nach Hause und vergessen Sie die ganze Angelegenheit. Ja, aber als alter Charmeur interessieren wir uns natürlich, wie geht's denn der Kellnerin? Was macht Rousseau mit dem Mädchen? Er dreht sie durch die Mühle, wie ihr Amerikaner wohl sagen würdet. Wenn er sich einmal in einem Fall festgebissen hat, schüttelt ihn nichts und niemand mehr ab. Ja, so ein guter Mann. Ich habe eine Zeitung gefunden. Hilf die weiter. Ich habe das hier auf der Straße gefunden, Sergeant. Das, Monsieur, ist doch wohl eine Tageszeitung. N'est-ce pas? Hier steht eine handschriftliche Notiz drauf. Salaheddin 1345. Ah, aha. Das wirft Sie aus dem Sattel, was? Ich bin noch niemals in meinem Leben, wie Sie es auszudrücken belieben, aus dem Sattel geworfen worden, Monsieur. Das ist der Name, den der Clown angenommen hat, no? Salaheddin, der Clown? Das glaube ich weniger. Gut, und was soll ich mit der Karte machen? Sehen Sie hier, Sergeant. Der Inspektor hat mir seine Visitenkarte gegeben. Oui, Monsieur. Er möchte, dass Sie ihn benachrichtigen, wenn Sie auf irgendwelche Informationen über diesen Fall stoßen. Ich würde ja gerne mit ihm reden, aber ich möchte nicht, dass er seinen Psychomist bei mir ausprobiert. Ah, nein, Monsieur. Sie werfen die parapsychologische Wissenschaft mit Hexerei durcheinander. Ach, wirklich? Und wo ist da der Unterschied? Wir bringen keine Menschenopfer dar. Ah, gravierender Unterschied, das stimmt schon. Okay, danke, das war's, Sergeant. Wir könnten gehen, aber momentan ist Nico unterwegs und den ersten Kontakt von den beiden möchte ich ja noch miterleben. Also, erstmal schauen. Das Mädchen tut zwar selbstsicher, wirkt hinter dieser Maske jedoch eher bockig. Ein Eindruck, den man eigentlich eher bei einem jugendlichen Straftäter erwarten würde. Ah, okay. Verzeihung, Mademoiselle. Hallo, ich heiße George Stobbart. Oh, ein Amerikaner, so wie sich's anhört. Ja, das stimmt. Auf Urlaub in Paris. Schöner Urlaub, was? Du warst hier, als die Bombe hochging? So ist es. Ich habe genau vor dem Café gesessen. Ist dir ein Mann mittleren Alters begegnet, etwa 60 Jahre, mit einem Hut und Mantel? Ich kann es nicht glauben. Sie hat mich nicht einmal gefragt, wie ich mich fühle. Ja, kurz bevor die Bombe explodierte, ging er hinein. Du bist doch nicht mit ihm verwandt? Oh nein, nichts dergleichen. Ich bin Nicole Collard von La Liberté.
Was ist das, ein Nachtclub? Nein, es ist eine Tageszeitung. Du bist Reporterin? Ich bin freie Fotojournalistin. Na sowas, du könntest mich über den Bombenanschlag interviewen. Ein Augenzeugenbericht. Minuten nach der Gewalttat, die ganz Paris erschütterte. Verstehst du, Dramen des Lebens, menschliche Anteilnahme, sowas in der Art. Ich bleibe bei den Tatsachen, danke. Hast du gesehen, wer die Bombe gelegt hat? Ich weiß, dass es verrückt klingt, aber er war als Clown verkleidet. Oh Gott, er hat wieder zugeschlagen. Wer hat wieder zugeschlagen? Ja, der Clown. Aber, und da bestehe ich jetzt drauf, die weiteren Fragen stellen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei und bis dahin. Gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.